Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Wenn wir gerade eben dieses letzte Gesetzchen gebetet haben, dass wir so diesen ganzen Tag jetzt der Gottesmutter schenken, dann kann man das auch so zusammen machen mit der sogenannten guten Meinung. Die gute Meinung ist einfach das, dass man alles, dass man sich vornimmt, alles an diesem heutigen Tag aus Liebe zu Gott zu machen. Das können wir natürlich im Eifer des Gefechtes während des Tages, denkt man denn ja nicht dran. Deshalb wird es ja auch viel weniger Streiten geben. Wenn wir dran denken würden, dann würde man sich so bemühen, ah na, es war doch die gute Meinung heute Morgen. Und ein Streit ist ja nie die gute Meinung oder Differenz oder irgendwie war es halt. Aber die gute Meinung heißt, ich nehme mir heute Morgen vor, ich möchte alles aus Liebe zu Gott getan haben. Und am Abend kann man Gott dafür danken, für dieses Tagewerk, und man kann ihm dieses Tagewerk dann auch zurückschenken. Und dann natürlich auch für das, was eben nicht in der Liebe Gottes war, was man nicht aus Liebe zu Gott und aus Liebe zum Nächsten getan hat, da kann man ihn dann um Verzeihung bitten. Also so dieses gute Werk tun, alles aus Liebe. Und am Abend kann man dann auch nochmals so sagen, Herr, ich wollte alles so aus Liebe zu dir getan haben. Alles aus Liebe zu dir, verzeih mir bitte das, was nicht in der Liebe war, das, was eben unvollkommen war. Können wir uns heute vornehmen, und wer es immer wieder vergisst, der kann am Dienstag ja so ganz besonders auch seinen Schutzengel anstellen. Dienstag ist ja der Tag, wo man ganz besonders an die heiligen Engel denkt. Schutzengel und einfach alle, die ganze Engelwelt, die bei Gott, vor Gott ist. Jetzt bitten wir den Herrn um seinen Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, die Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens, deine Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.